Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge Let's Play Bioshocke. Ja, wir machen uns auf den Weg. Wir laufen jetzt hier mal straight durch. Weil ich glaube, hier waren wir ja schon. Hier haben wir, glaube ich, auch schon alles durchexerziert. Hatten uns die Little Sisters jetzt hier schon ein Geschenk? Nein. Haha. Heil dir! Nö. Wieso? Wieso sollte ich... Und mein Gesicht wird unter dir kommen. Und ich würde sagen, du bist jetzt tot. So. Ich habe gerade eine Little Sister gesehen, die wir uns jetzt noch holen müssen. Hier ist er. Was haben wir noch an... Gar nichts. Okay. Dann mal los, Kinder. Lad nach, lad nach, lad nach, lad nach, lad nach. Nein! Nein! Ah, ich passe mal nicht auf die... Gesundheitsanzeige auf, das ist immer total übel. So, dann laden wir den Schrot nach, dass wir uns hier so gleich mal dem Big Daddy zuwenden können. Ich frage mich, konnte man hier nicht mal irgendwie sprinten? Das ging gar nicht hier, oder? Der Isharia! So, da war er hinüber. Der Big Daddy ist ja, komm, Kleines, komm. Es ist Bettzeit. Doch, es ist schon wirklich spät. Ich gucke auf die Uhr. Doch, ist ab jetzt. Aber flott. Meine Güte, diese Kinder von heutzutage nicht ins Bett gehen wollen und total aufmüpfig. So, wir bekommen ein Geschenk. Ich wusste doch, dass wir ein Geschenk bekommen. Oh. Geschenke. Oh. So, Messingrohr und Dollarspul. Ganz großes Kino, ich bin begeistert. Die Rohrpost haben wir noch nicht untersucht. Und wir könnten dringend mal wieder ein paar... Vielen Dank, Mister. Danke, dass Sie uns gerettet haben. Ja, aber kein Problem. Immer gern. Wenn ihr jetzt noch ein paar Schrotmunis für mich habt, dann wäre ich eigentlich total glücklich und wäre der glücklichste Mensch auf diesem Erdball. Aber das wird ja wohl nicht passieren. So. Wir basteln uns hier mal ganz fix hoch. So. So. Eins noch nach oben bräuchten wir. Ja, sehr schön. Gucken wir mal, ob wir uns wieder mit irgendwas eindecken können. Exklusiv Schrot, nur einem und, ach ja, Gott, nur. Und zwei Autohacker, wow. Cool. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Den Auto hacke ich jetzt mal schnell. Und jetzt hier. Ja, bitte schön, Senior. So, wir bekommen 200 Adam produktive Erfinder und 150 Stickstoffgranate. Ja, brauche ich eigentlich nicht. Und Stickstoffgranaten kann ich nicht mehr tragen. So. Wir gucken mal, was haben wir denn Schönes? Wir könnten eigentlich mal die Slots aufpeppen. Und dann mal gucken. Winterblast können wir aufdingsen, das können wir aufdingsen. Ja. Hier hätten wir noch extra, nee, Maschinenbuster. Erhöht massiv den Schaden, den die Kamera, aha. Okay, wir machen jetzt erstmal Körpertoniker-Slot rein. Den letzten praktisch. Jedes Mal, wenn die Hacker Gesundheit und Eve, das ist nicht ganz Hackers Delight. Gibt's da noch irgendwie Hackers Delight irgendwie noch ein... Nee, gut. Du
Dann machen wir jetzt Hackers. Ah ne, Hackers Delight 2 haben wir schon drin. Okay. Eve-Link haben wir Eve-Link 2 drin. Medical Expert haben wir auch drin. Deep haben wir nicht. Sicherheitslücke haben wir 2. Verbandskisten. Ja, okay, dann machen wir wieder den Deep hier rein. So, dann nehmen wir einen Toniker-Slot. So, verringert die Dauer von Kameraalarm. Das ist nicht ganz dumm. 2 Überlastungsplatten weniger beim Hacken. Das ist auch nicht ganz blöd. Safecracker verringert den Schwierigkeiten. Naja, machen wir ja sowieso immer mit Dingsbums. Verringert die Preise an Verkaufsautomaten. Ich glaube, das den Vending Expert. Ja. Konstruiert von einem Bestandteil. Ja, okay, wir nehmen den Vending Expert 2. Und holen uns jetzt noch einen Kampftoniker-Slot. Rohrzangenschaden brauchen wir nach wie vor nicht. Wenn du getroffen hast, gibst du einen elektrischen Schlag ab. Da haben wir schon den zweiten drin. Das haben wir auch schon 2 drin. Erhöht den Schaden, den du Kameras und Geschützen zufügst. Forscherpunkte brauchen wir nicht. Rohrzange benutze ich so gut wie kaum. Elektroaut haben wir auch schon. Erhöht Schadensboni durch Forschung. Okay, wir nehmen dann mal den, das hier. So, dann haben wir immer noch 204. Das heißt, wir können uns ganz schön den Machine Buster mach mal rein, weil wir den uns jetzt hier gerade draufgelegt haben. Den Tempo Hacker könnten wir uns eigentlich auch, aber ich hätte lieber gern. Sie hatten zusätzlich Gesundheit. Das ist natürlich dieser Nutrition Bonus, ist natürlich auch nicht dumm. Aber ich glaube, wir werden uns mal abfackeln. 3 hier noch reinmachen. Und dann nehmen wir uns noch, reduziert massiv die Fließgeschwindigkeit beim Hacken. Ich hätte lieber die Gesundheit durch Snacks noch reinnehmen. Und dann machen wir die hier drauf. So. Okay. Jetzt sind wir aber wieder sowas von aufgelevelt und gemacht, obwohl ich gerne ja meinen Sonic Boom noch ein bisschen aufgedingst hätte, aber naja, man kann nicht alles haben und ich muss schon wieder husten. Uno Momento. Ich hoffe, das endet jetzt nicht wieder in einer heillosen Hustorgie, wie beim letzten Mal. So, wir haben jetzt alle Little Sisters in diesem Level geschafft. Das ist sehr schön. Das heißt, wir können uns straight. Wow. Da ist ja was. So, die hacken wir mal. Nein. Das war knapp. Das war so knapp. Das war wirklich. Ich hab's noch nicht erwähnt, aber hey, Leute, es war knapp. Jetzt gibt's hier keine. Doch, gibt's. So. Welche fette Hadala. So. Machen wir halt so. Kamera ist gehackt. Und dann jeidet weiter. Ich höre was. Hi. Alles tot? Nichts tot? Was ist denn hier noch? Hier! Hallo! Hallo, Minion! Geh weg! Hallo? Warum interessiert dich mein... Oh, ich hab aber echt... Ich sehe gerade, ich hab echt wenig... Nur noch echt wenig Eve. Wir gehen mal kurz noch nicht hin. Wir gehen erstmal da ins Fontaine Center. Oh. Das war jetzt aber echt gemein.
Oh mein Gott, ich hab echt keinen. Ich hab kein Eve mehr. Warum habe ich kein Eve mehr? Das ist, finde ich jetzt aber echt ungünstig. Habe ich echt so viel mit dem Eve? Boah. Das ist ja Wahnsinn. Okay, wir gehen jetzt bloß noch hier schnell in die Arme. Oh. Na super, und ich habe. Ich hab nicht ein. So, das Ding musste ich jetzt. Wow! Oh, was ist denn hier los, Leute? Was macht ihr denn mit mir? Das ist ja Wahnsinn! Ich sterbe hier. Oh, das ist doch. Okay, ich hab gerade gesagt, dass es letztens besser war. Ich glaube, ich bin hier wirklich fürchterlich schlecht. Ja, mach! So. Haben wir es jetzt. Ist ja fürchterlich. Kein Eve mehr, gar nichts. Dich töten, weil du nervst und überhaupt. Ach komm, geh mir doch nicht auf den Keks. Jetzt auch noch ein Big Daddy hier rumgurken. Ach, das Leben ist so schön. Obwohl, nee, wir haben alle. Das ist jetzt der Big Daddy, juckt mich jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr. Aber wenigstens haben wir eine Dingsbums. Und warum ich mir jetzt hier alles, mein komplettes Inventar leer geballert habe, ich hätte doch auf eine andere Waffe zugreifen sollen. Und das werden wir jetzt auch mal machen. Wir werden jetzt mal wieder die MP hier nehmen. Wenigstens hier drin. Wie gesagt, ich könnte dieses ganze Ding jetzt hier locker flockig überspringen. Das Problem ist bloß, dass ich eben denke, dass es wirklich, ja, dass es wirklich wichtig ist. Für die Story und so. Deswegen verzeiht es mir, dass ich da hier doch nochmal durchgehe und so. Und euch damit nerve. So, stehst du auf? Nein, tust du nicht. Sehr schön. Da oben die Bandagen, das ist super. Warum die Toiletten hier mitten in der Küche stehen, will sich mir irgendwie überhaupt nicht erschließen. Ich meine, also nur für alle, die es wissen wollen, ist meine Wohnung sieht auch so aus. Also ist hier steht der Kühlschrank und dahinter sind zwei Klos, die offen sind. Damit auch jeder reinglotzen kann. Und irgendwo ging es doch hier runter hier. Hi! So, du wärst dann mal tot. Und du stehst nicht auf. Das finde ich toll. Hier haben wir bloß Whisky und so Zeug. Da liegt noch was, was wir uns holen können. Ah, nee. Natürlich nichts. Die Ionen-Wendstation brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir haben, glaube ich, da genug. Ach, das ist nur Napalm. Und ein Autohacker. Den Autohacker nehme ich mit Kussam. Das Napalm brauche ich nicht. Einen Moment, ich muss schon wieder husten. Es tut mir leid. So, da bin ich auch schon wieder. Und jetzt können wir, glaube ich, weiter nach oben gehen. Das letzte Mal habe ich hier den Big Daddy klar gemacht. Das war echt übel, weil man nicht viel Platz hatte und alles. Aber dass jetzt hier auch alle 20.000 Splicer auf mich zukamen, hat es jetzt auch nicht gerade besser gemacht. So, next please. Ich erwarte hier immer irgendwas. So, hier ist Zeug drin. Hallo! Und du bist jetzt gleich tot. Und zwar jetzt! So, der Nitro-Splicer ist auch mal hinüber. Das ist auch sehr schön. Da liegt was. Und das finde ich übelst krass. Das ist echt hier zum Sterben hat die sich hingelegt. Also es ist kein. Die ist kein Splicer. Die ist wirklich. Wenn ihr das so ein bisschen seht, das ist wirklich eine richtige Leiche. Oh Mann, warum muss ich denn schon wieder husten? Ich hätte mir da wirklich mal Husten und Bronchialtee hier hinstellen sollen statt Kaffee.
Da wäre das alles ein bisschen anders gewesen. Aber ich höre ja nicht. Ich kann ja nicht hören. Ich bin ja wieder Nutzer. Und deswegen denke ich immer, ach, wieso? Das geht schon. Ich befinde mich auf dem Weg der Besserung. Ja, hi! Von wo? So, jetzt möchte man aber hinüberkriegen, weil... Nein, renn ja nicht weg. Renn nicht weg. Bleib stehen. Geht doch. So, ich kann keine Autohacker mehr tragen. Wie tragisch ist das denn? Das ist wirklich... Das ist wirklich... Weiß ich nicht. Oh, ich muss mein Handy einstecken. Bekomme ich gerade mit. Mein Akku ist gleich demnächst hinüber. Das heißt, ich möchte mal nach der nächsten Folge oder nach dieser Folge ein kleines Päuschen einlegen. Das heißt, ich kann auch ein bisschen meinen Hals wieder schonen. Aber es geht auch heute dann definitiv sofort ohne zu zögern weiter. So, auf der anderen Seite kommen wir, glaube ich... Nein, kommen wir nicht rein. Gehen wir noch ein Stückchen hoch. Hier kommen wir nicht rein. Hier kommen wir auch nicht rein. Das ist alles wieder verschlossen ohne Ende. Hier liegt wieder was rum. Dass sie ihre Leichen auch überall rumliegen lassen müssen. Können die nicht wegräumen? Ach nee. Dingsbums nützt uns ja gar nichts. Wir haben keine Lichter. Ach, ehrlich? So. Wir laden mal kurz nach. Hier guckt der Big Daddy rum, das wird mir nicht gefallen. Ich schieße sie wieder aus, wo sie an, ich sehe das kommt. Hi! Wie panisch die hier rumrennen, ist ja niedlich. Ja, aber schön, dass ihr so mitten im Schussfeld stehen bleibt. Ohne wegzugehen, so, der ist tot. Big Daddy ist raus. Hi! Ja, ja. Ich renne dir jetzt einfach hinterher. Ich kann das. Ich renne dir hinterher. Der hält aber auch was aus. Meine Güte. So. Hier haben wir ein Power to People. Wir werden erstmal jetzt den... Ja, wenn wir eben mal dabei sind. Was sagt denn unsere Schrotflinte? Die ist eigentlich noch ganz gut dabei jetzt. So, dann werden wir uns mal hier wieder die Leichen... Uns als Leichenfledderer Nee, was wollte ich jetzt gerade sagen? Als Leichenfledderer... Im Übrigen wollte ich genau hier hin, denn das ist praktisch die... Ja, das Hauptquartier von Atlas. Herzlich willkommen. So, hier hacken wir einmal. Ich kann den Autohacker benutzen, weil geil. Und wir kriegen ionischen Schrot. Ich liebe es. Und jetzt halte ich kurz den Mund, weil Audiobook. Wir haben heute außerhalb des Zauns einen Überfall durchgeführt. Wir haben einen Big Daddy ausgeschaltet und 31 Schrotpatronen, 4 Splitterhandgranaten, eine Schrotflinte und 34 Adam abgestaubt. Wir haben dabei McGee, Epstein und Valette verloren. Aber wir haben einen dieser verfluchten Big Daddies erwischt. Sie mussten dem kleinen Mädchen schreckliche Dinge antun, um an das Adam zu kommen. Aber wir haben nicht damit angefangen. Das war Ryan. Ich freue mich schon darauf, es Atlas zu erzählen. Er wird begeistert sein. Ja, die ist jetzt zur absoluten Revoluzerin geworden. Das ist, ja... Hat aber... Zeigt mir aber, wie dämlich diese Frau eigentlich ist, denn... Irgendwie muss man es dann mitkriegen. Wir kriegen Hacker-Fokus. Hacker-Fokus haben wir, glaube ich, für den... Nee. Überlastung, 4 Überlastung. Nee, haben wir nicht. Laden, Dings mal in Genbank und ich starte mal das Audiobook. Wenn man schon bescheißt, dann sollte man richtig bescheißen. Atlas war der größte Schwindel aller Zeiten. Ryan wollte Frank Fontaines Kopf. Ich habe ihm seinen Wunsch erfüllt. Dank Atlas hatte ich ein neues Gesicht, eine weiße Weste und eine saubere Akte. Jetzt ist es an der Zeit, Rapture zurückzuerobern und... Begeistert sein. Oh,
Mrs. McClintock. Was machen Sie denn hier? Lassen Sie mich das schnell abstellen. Ich finde es witzig. Hatte die Synchronstimme von Atlas bzw. Frank Fontaine hier keinen Bock mehr? Oder warum ist hier plötzlich eine ganz andere Stimme als als der übliche Frank Fontaine? Ich habe keine Ahnung. Ich finde es echt total witzig. So, wir nehmen uns mal das ganze Zeug hier. Die Eve-Spritze, weil die können wir nämlich jetzt echt gebrauchen. Jetzt geht es nämlich gleich ans Eingemachte. Und ja. Hier sehen wir ganz Hundefutter Best Friend. Wir sammeln uns mal die Bolzen hier auf. Ich glaube, die grünen können wir gebrauchen. Die anderen sind wirklich, fallen einfach so ab. Und ja, was war hier noch? Ne, das kriegen wir gar nicht mehr. Okay. Denn wir müssen jetzt hier haben wir Muni ohne Ende. Muni ohne Ende. Dann brauche ich aber das Telekinese-Plasmid. So, wo ist es? Einmal Telekinese bitte. Nein, einmal Telekinese bitte. Und dann geht das los. Räumen wir mal das Ding hier leer. Das ist nämlich Schrotmoni ohne Ende. Schrotmoni, gib's her. Gib's mir. Ja. Oh ja. Genial. Ich finde das so genial. Achso, kann ich gar nicht mehr. Gut. Dann nehmen wir halt das und das. Schrot. Gib mir mehr Schrot. Gib mir. Yay. Ausverkauf im Damenstift. Ah ne, das brauche ich gar nicht. Ausverkauf im Damenstift. Alles muss raus. Haben wir hier noch irgendwas? War es schon leer? Echt? Oh. Ja, jetzt wisst ihr, wie ich beim Sommerschlussverkauf stehe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Waffen, Muni, ich will haben. Ja. Ja, nein, eigentlich bin ich nicht so beim Sommerschlussverkauf. Eigentlich bin ich doch recht normal. Ja, ich würde auch vor mir wegrennen. Vor allem habe ich mein... Blöd? Ja, greift den Big Daddy an. Mach das. Das ist wirklich, das ist die beste Idee ever. Oh, und ich sehe gerade, es ist... Das Feuer ist ja echt... Nee, Quatsch, ehrlich? Ja, komm doch her. So. Okay, Leute, ich gucke gerade auf die Uhr. Wir überziehen leicht. Deswegen, ja, bedanke ich mich fürs Zusehen. Hoffe, ihr seid in der nächsten Folge Let's Play Bioshock auch wieder mit dabei. Bis dahin, bleibt nerdig. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.